Yo, moinsen Leute, heute haben wir wieder ein schönes Gameplay von Gudakeule und ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay anschauen, denn er ist ziemlich gut im Spielen, im Call of Duty Spielen. Er ist schon fast so ein kleiner Profi, jetzt freut er sich wahrscheinlich übelst vom PC, weil er das Commentary gerade guckt, dass er Profi genannt wird, aber er ist schon ziemlich gut. Ich habe auch schon mehrere 1 gegen 1 gegen ihn gemacht und leider verloren, obwohl ich mich ziemlich angestrengt habe. Und ja, und ich habe letzte Zeit ziemlich oft wieder MW2 gezockt, weil ich ja MW3 noch nicht habe und mir ist schon mal aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, ob euch da schon mal so richtig aufgefallen ist. Überall sind Hacker in dem ganzen Spiel. Und dieser komische Clan-Tag, IMOB, 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 keine Ahnung, was das heißt. Ich habe mal gehört, irgendwie von meinem Freund Energize Gamer, das soll irgendwie so der Hack sein in dem Clan-Tag. Keine Ahnung, was das bringt. Und ja, auf jeden Fall laufen in jedem Match fast irgendwelche Leute mit IMOB im Clan-Tag rum. Wenn ihr es wisst, könnt ihr ja mal ruhig schreiben in die Kommentare, was IMOB ist. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß ja nicht genau, ob es dieser Hack Clan-Tag ist. Und ja, ich finde Hacken nicht so gut. Manchmal ist es ganz lustig, mal in die Lobby zu kommen oder so. Das ist, macht schon manchmal ganz Bock, also ganz schön viel Bock. Aber nun ja, wenn man dann leider nicht Kommando Pro drin hat, in dem Moment, wo man springen kann, sieht das dann nicht so gut aus, gerade wenn man in der Killstreak drin war. Wenn man dann hochspringt und auf den Boden klatscht und tot ist, sieht das dann natürlich nicht so gut aus, ne? Das ist natürlich dann nicht so toll. Deshalb packt euch bei der Hackerlobby immer MW2, MW2 sage ich schon, packt euch bei der Hackerlobby immer Kommando Pro rein. Weil es ist schon wichtig, wenn ihr da rumspringt wie so eine Sau. Und nun ja, packt euch das halt ein und so. Und ja, man sieht auch ziemlich viel in MW2 Trickshotter, gerade in Suchen zerstören. Ob mich das nervt? Eher gesagt, nein, nicht so wirklich, weil ich versuche auch manchmal so die gewissen Trickshots hinzubekommen. Aber ich bin eigentlich nicht so der Trickshotter auf der PlayStation. Ich mache das vielleicht manchmal so aus Spaß und so. Snipen konnte ich mal richtig gut früher. Aber heute habe ich es verlernt, weil ich habe MW2 ja. Ja, das ist ja ein Arsch gegangen, das Spiel. Deshalb in der Zeit habe ich es dann voll verlernt, das ganze Snipen und so. Und jetzt muss ich es mir erstmal wieder angewöhnen. Und dann hoffe ich auch mal, dass ich es mal wieder machen kann nach einer Zeit. Und ja, eigentlich will ich heute mit euch so ein bisschen über. Kein Thema reden, eigentlich kein richtiges Thema, sondern habe ich eine Idee erfunden. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Bock habt, mir mal ein paar Klassen, egal was für eine Missgestalten-Klasse es ist, es kann auch die erste eine Fall mit Thermalvisier sein und keine Ahnung was noch dran, Zweitaussatz oder so. Also so eine richtig missgestaltete Klasse, so eine richtige kleine Missgestalt mit einem Arm, könnt ihr mir mal sagen. Schreibt sie mir einfach mal in die Kommentare, dann mache ich nämlich mal ein Gameplay mit der. Das werde ich jetzt auch öfters machen. Ihr könnt mir auch ganz normale Klassen reinschreiben. Irgendwelche richtig guten, irgendwelche richtig schlechten, mit der werde ich dann Gameplay erspielen. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig auch mal ein paar Daumen geben, welche Klasse ihr zum Beispiel am besten fandet. Oder ich suche mir halt eine aus. Das werde ich dann noch entscheiden. Ansonsten könnt ihr richtig geile Klassen erstellen, wie ich schon sagte. Javelin könnt ihr reinpacken, ihr könnt alles reinpacken, ihr könnt die schlechtesten Waffen reinpacken, die noobigsten Waffen, die behindertsten Waffen, die beschissensten Waffen, die missgestaltesten Waffen, wie ich schon gesagt habe. Und nun ja, lasst euch da was einfallen, seid kreativ und so, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denn ich glaube, das wird schon ganz lustig, wenn ich da mit so einer Klasse rumrenne, die noch nie einer genommen hat, so gut wie nie. Und so richtig komisch irgendwelche Schnellschussfeuerkraftwaffen mit Thermalvisier, muss ich ja ein bisschen komisch mit Thermal, aber ich habe auch mal gehört, in MW3 soll das Thermalvisier gar nicht so schlecht sein, deshalb glaube ich, das nehme ich, könnt ihr ja auch mal reinpacken ins in die Klassen. Die Perks könnt ihr auch nehmen, anderes Angriffspaket könnt ihr auch nehmen, ist mir eigentlich egal. Ja, da könnt ihr auch Missgestalten nehmen, so, keine Ahnung, so richtig schlechte Sachen oder so. Die schlechtesten Streaks, die man bekommen hat, haben wir, ich, ha, 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 ha. Ja, ich bin gerade ein bisschen behindert, ich weiß.
Und na gut. Und ja, mit dem. Ich bin ja vorhin bei dem MW2 mit den Trickshotten stehen geblieben. Und zwar Trickshot ich auch mal ganz gerne offline, so mit privat und so, MW2. MW3 bin ich sehr gut, wirklich im Trickshotten, gerade mit der Barrett. Also nein, nicht Trickshotten, also Quickscope und so mit der Barrett bin ich wirklich 1A. Also mit der Barrett ziehe ich glaube ich jeden ab. Kenne ich jeden. Ich habe da so ein paar Freunde, die sind noch ein Stückchen besser als ich, aber mit der Barrett bin ich eigentlich schon relativ gut. Und nun ja, ich kann ja gleich schon mal das Thema ansprechen, was ich in meinem nächsten Video wahrscheinlich machen werde. Und zwar ist es ein, trauriges Thema, Fragezeichen, und zwar Tierquälerei. Und dann werde ich wahrscheinlich ein Gameplay dahinter machen, ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Kann sein, dass das Thema auch ein bisschen länger wird, und zwar werde ich dann wahrscheinlich ein Gameplay dahinter machen, wie gerade gesagt. Und in das Gameplay werde ich dann reden über Tiere und so, was halt passiert ist bei den Tieren, wie, was die manchmal für Scheiße machen, diese Leute, wie behindert die manchmal sind mit den mit den Pelzen und so. Die machen sich ja mal Pelze aus den Tieren, aus den Hunden und so. Das ist ja wirklich abartig, vor allen Dingen weil ich ein Tierfreund bin und sowas eigentlich gar nicht sehen kann. Deshalb keine Ahnung, ich werde euch aber glaube ich noch ein paar Bilder zeigen, so von Tierquälerei oder so. Falls ihr noch keine gesehen habt, dann seht ihr auch mal, wie schlimm das ist. Ich werde das dann wahrscheinlich mitten ins Gameplay reinpacken, einfach mal so erscheinen lassen im Gameplay. Weil das muss, finde ich, auch mal angesprochen werden. Es gibt ja auch so eine Seite, die heißt Peter, also PETR, nicht Peter lustig oder so, also Peter. Die werde ich dann wahrscheinlich auch verlinken in der Beschreibung im nächsten Video. Und ja, ziemlich traurig, was man so mit Tieren machen kann. Vor allen Dingen sind ja ganz süß, so Katzen, Hunde und so. Und deshalb kapiere ich das nicht, wie man Tiere so quälen kann, so abschlachten kann, so in Massen, so Hunde und so. Und nun ja, wahrscheinlich werde ich auch nächstes Mal nochmal ein Video machen für Suchen zerstören, wo ich wahrscheinlich ein Gameplay hintermache, wie ich Suchen zerstören spiele und dann meine Tipps da reinpacke. Und ja, dann, wenn euch das gefällt, könnt ihr es ja mal in den Kommentare schreiben, ob euch das mal gefallen würde mit Suchen zerstören. Mal ein paar Tipps, Laufwege und so zeigen, und was man so am besten in Suchen zerstören macht und so, das wäre ja auch mal interessant. Und ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich wollte ja noch ein Video machen, wo die ganzen Teddybären versteckt sind, diese ganzen Easter Eggs mit den goldenen Desert Eagles und so. Diese Teddybären in jeder Map gibt es das ja, wie ich schon mal sagte in einem Video. Und ja, das werde ich auch noch machen, was dauert ein bisschen, alles aus dem Kinomodus zusammenzuschneiden, um die ganzen Teddybären-Orte und so zu zeigen. Und ja, bald wird glaube ich auch noch ein Video kommen über Musik, was ich so für Musik höre. Englische Texte, deutsche Texte und so, deutsche Rapper, englische Rapper, also amerikanische auch. Und ja, genau. Ich werde wahrscheinlich bald auch nochmal Wer ist es? Folge 2 machen. Folge 1 könnt ihr mir ja mal anklicken. Boah, ich verspreche mich aber auch heute wieder. Ja, könnt ihr ja mal anklicken. Ist irgendwo in meiner ganzen Subbox drin auf meinem Kanal. Müsst ihr mal durchschauen. Weiter unten, Wer ist es? Heißt das Video Wer ist es? Folge 1 oder Episode 1 oder ich weiß gerade nicht mehr, wie ich es genannt habe. Auf jeden Fall könnt ihr ja mal reinschauen. Und ansonsten sage ich einfach nur, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.